Was war das denn, Alter? So, Freunde, heute wird nur krank gestompt, habe ich mir vorgenommen. Das ist irgendwie so mein Gefühl gewesen, als ich heute aufgewacht bin. Ein paar geile Stomps. Wir spielen Jinx Pike gegen Samira Nami. Oh, shit. Da habe ich nicht aufgepasst. Dann müssen wir halt bis Level 2 warten, bis wir da Action machen. Lol. Na gut. Das nehme ich. Oh, Level 2, Alter. Man killt doch irgendwann mal eine Minion, Alter. Wäre ich Level 3 gekommen. Oh, die Wave, die steht ja absolut terrible da. Meiner. Oh, Samira wird fett, Alter. Level 6? Ach du Scheiße, ich bin Level 3. Das war ja so ein Giga-In von den Gegnern. Let's go, Freunde. Das war Giga informieren leider, aber es könnte gut werden. Alles gut. Na, ah, er lässt sich gerade leider wegschießen. Der Skana ist fett, Alter. Gut, am wenigsten hast du noch Spaß. Immer, Beefy, immer. Danke für den Sub, mein Lieber. Sehr geil. Hat den roughen Start hier nochmal gut zurückgekommen, ey. Sehr gut. Ist aber Level 8, dieser Samira, Mann. Perfekt. Nice. Die Samira kriegt ordentlich den Latz voll mittlerweile. Nice, let's go. Die Chompas hätte man besser setzen können, sag ich ehrlich. Uff. Gescheppert. Oh mein Gott, Alter. Schmackofatzig! Oh, das ist okay. Oh ne, das ist gar nicht okay. Ich habe ja 600 Gold Shutdown. Scheiße. Ups. Let's go. Mein Damage, Alter. Nehmen wir mit. Schön abstechen, den Fisch hier. Puh, was war das denn, Alter? Die Samira ist ja komplett weggeplatzt. Hier gibt es doch was von Ratiofarbe. Ich glaube, selbst Ratiofarbe hilft da nicht mehr. Mein Gott, lass mir doch den Kill, Alter. Scheiß Diana. Er verliert gerade den Baron, Jungs, ne? Hm.
Reset. Na gut. Und nach dem Start noch so ein Stomp? Crazy. Oh shit. Nehmen wir mit den Win, oder? Erstes Game, erster Sieg. Oh, mein Auge juckt so extrem gerade. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Plus 22. Lassen wir es schmecken. Oh, mein Schaden. Oh Mann, jetzt hab ich wieder Schluck auf, Leute. Hab mir eine Schultersehne gerissen. Ihr macht Sachen, Freunde. Bin krank fett. Ja, das ist okay. Oh nee, so Raka, Freunde, das muss doch schon wieder nicht sein, oder? Da will man so einen schönen Dienstagszock machen und dann muss man gegen so Raka spielen? So, Freunde, rein Elaxia. Ich hasse es, wenn wir gegen den Raven spielen als Pike. Einzige AD Carry, wo du early nichts machen kannst eigentlich. Oh, das ist so wichtig. Holy shit. Oh mein Gott. Sehr, sehr geil. What the fuck? Warum flasht sich meine E? Oh no. Okay. Let's go. Wave shit auch gut. War sehr knapp, ja. Aber hat geklappt. Also alles gut. Nicht spielen. Sie ist zu langsam mit ihrer E, deshalb kann ich sie jedes Mal killen. Aber ich krieg der Draven den Kill nicht. Das ist ja absolut scheiße. Junge, der Shen, Alter. Fuck, der hätte ich fast auch noch gehabt, Alter. Weil dass der Shen so wenig die ganze Zeit da oben verliert, ist irgendwie nicht okay, finde ich. Nice. Sehr gut. So, wir haben unser Voltaic Cycle Sword. Ja, der Shen macht hier eine Menge und wir haben immer noch nicht den Tower da oben. Das nervt mich irgendwie. Oh mein Gott. So geintet. Fuck, der Hook. Einfach gekillt. Aber der hat schon wieder Ult. Ne, das war Seraph diesmal, oder? Ja. Vorhin ist das Mannschaft gegen Olaf. Er hat ja nicht gegen Olaf gespielt, er hat gegen Shen gespielt, der 8-mal Botlane war. Er hat gegen niemanden gespielt. Und er ist nur 30 CS vorne. Das ist so schlecht. Ich carry das Game so hart, ne? Wenn wir das verlieren. Ich bin so sauer. Der Ornn hat nicht eine Kill-Participation. Ornn steht einfach 0-1-0 nach 20 Minuten. Ornn farmt ja auch nur, aber der hat ja nicht mal Farm. Der hat 150 Farmen, das ist nichts. Für eine Solo-Lane. Oh. Junge, da komme ich nicht raus. Junge, der Ornn ist einfach nicht anwesend im Game, aber wir gewinnen trotzdem. Ich schreibe ihm das jetzt mal. If Ornn groups, we just auto win. Split push Ornn. Ich glaube, er denkt, er ist Fiora oder sowas. Okay. Samira immer wieder ein geiler Champion.
Der Ohr mit zwei Kinder-Participations, let's go. Und dass das Play klappt in eine Soraka rein, die einen Silence hat, ist auch absolut frech. Das dürfte ja niemals funktionieren. Gems, die mobil sind und guten Tower-Damage haben, sind meist gute Split-Pusher. Sowas wie Jax, Fiora oder halt Ornn, ja. Also ein Ornn ist halt weder mobil, noch hat der viel Damage am Tower. Deswegen ist er halt sehr suboptimal als Split-Pusher. So, Freunde, aber das bockt. Mein Pike ist momentan Feuer. Genau, aus dem Ort. Und Kit ist auch eher ein Teamfight-Kit. Das macht's dann noch schlechter, wenn er nicht da ist. Aber so viele Samira ist so lustig, ne? Ja, das ist der Pike-Damage ist mit dem Cyclo-Sword. Das ist halt schon geil. Mag das Item momentan doch sehr gerne. Dein erster Auto-Tag macht richtig gut Damage. Du hast eine Sekunde Slow fast. Worauf du einfach dein Q dann packen kannst. Und der Burst ist sehr überraschend für die meisten. Junge, er ist schon wieder am Turm am machen, Alter. Ja, das ist fair. Mit Support, Leute. Wann ist MMR nicht gut und wann richtig kacke? Also welches Verhältnis so ungefähr? Nein, MMR kann nicht kacke oder gut sein. Also MMR ist ja einfach nur eine Zahl. Das Einzige, was eine MMR bewirkt, ist quasi der Punkte-Gain, der wird beeinflusst durch die MMR. Und da ist das Verhältnis von MMR zu deinem richtigen Rating ausschlaggebend. Und wenn du mehr verlierst, als du gewinnst, dann ist sie kacke in Häkchen, weil dein MMR unter deinem Rating ist. Wenn du mehr gewinnst, als verlierst, dann ist sie gut in Häkchen, weil sie über deinem Rating ist. Jetzt aber schnell weg hier! Nein, er hat mich geslowt. Haben wir eigentlich Anti-Heal? Wir haben gar kein Anti-Heal, ne? Warte, was? Hä? Aber das war nicht nur mein Damage gerade, oder? Warte mal, da kam ja sonst nichts geflogen. Okay, er hat einfach noch ein Dings gebaut, einen Tanktrank, der Draven. Oh, der Ornn, Leute. Das, die Ult symbolisiert so ein bisschen sein gesamtes Game, ne? GG. Da habe ich hart gecarried, Alter. Das war crazy. So, ab ins nächste.